Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Order 1886. Wir müssen jetzt die Leukemie ausschalten. Oder Lykana, wie die auch heißen. Das haben wir es mir in der letzten Folge nicht ganz so gut gelungen, weil mir irgendwann noch die Munition ausgegangen ist. Es ist mittlerweile ein bisschen dunkler geworden in meinem Zimmer, also auf geht's. Aber es ist trotzdem nicht 100. Ey, wieso hab ich keine Munition hier? Komm, nachladen, Alter. Genau, Alter, genau. Hier muss man echt hier in Deckung. Ich hab da doch drauf geballert, what the fuck? Als ob ich da nicht drauf geballert habe. Muss erstmal hier in Deckung bleiben. Ey, ich hab doch da drauf gezielt. Wie lange fällt der denn wieder aus, Alter? Das kann nicht sein. Da kommt doch ein Droppet. Das kann doch nicht, Alter. Wieso kann ich denn nicht treffen? Ja, jetzt aber. So, Nummer 1 ist down. So, kurz zurückziehen. Zurückziehen, zurückziehen und jetzt kurz gucken vom Boden. Ah, Alter. Nachladen, nachladen, nachladen. Hab ich den? Hab ich den? Das macht zwei. Hier drüben ist eine Tür. Rani, wo ist hier drüben? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Warte, wo, wo, wo? Ah, nein! Ich wusste jetzt nicht, wo ich hinballern sollte. Ja, es sind echt zu viele Quicktime-Events irgendwie. So, jetzt nochmal von vorne. Warte, da. Ich hab doch jetzt zwei. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Puh, es war jetzt ein bisschen länger gedauert. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Konfrontation. Ray, was in aller Welt ist los mit nicht dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann.
Was immer es ist. Gott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lord Kanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten... Wird deine Aussage deinen Vater überzeugen? Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Okay, ein Einbruch steht also kurz bevor. Alles klar. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Okay, dann mal hoch mit uns. Oh, guten Abend, Sir. Francis? Alles bereit? Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's durch das Schlafzimmer. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Was denn da, Feines? Lageplan was? Dann schauen wir mal, was hier ist. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient.
Sonst kann ich hier gar nichts mehr machen, ne? Nö. Okay, ein cooles Spielzeug. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay, Folge Luken. Komm, Bruder. Hier lang. Und hoch. Sollen wir weitergehen? Ja, springst du jetzt rüber oder was? Oh, 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 oh. Mir geht's gut. Ich bin unterwegs, ganz ruhig. Francis Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich, er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Das kann sein, aber wir sollten ungesehen und... Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Geschafft. Alistair, gut. Du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Nein. Nein, nein. Alles eine Sache des Timings. Was ist das? So, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Und zwar... Das kann nicht sein. Boah, Alter. Ich kriege jetzt so echt das Kotzen, Alter. Was ist denn jetzt los mit mir? Was ist denn jetzt los, Alter? Was geht denn jetzt ab? Was ist das?
So, jetzt rechtzeitig. Na, geht doch. Es ist nicht ratsam, ohne Beweise Wachen der Kompanie zu töten. Wir haben keine Zeit, Alistair. Du musst mir vertrauen. Wir haben keine Wahl. Verdammt, geh schon runter in den Garten. Das Tor wird verschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Ja, liebe Leute, das machen wir auch bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Order 1886. Bis dahin, haut rein und tschüss.